Hi, hi. In diesem Teil unserer Reise zeigen wir euch wieder einen sogenannten Lieblingsplatz von uns, fahren zu einem typischen Touristen-Hotspot Salzdromen und haben am Ende wetterbedingt eine schwere Entscheidung zu treffen. Wir freuen uns, wenn ihr mitkommt und los geht's nach dem kurzen Intro. Hi, hi und willkommen bei Vantage Point. Wir sind Heiko und Mel. Mit unserem Campervan Sky haben wir den schönsten Aussichtspunkt immer dabei. Wenn ihr ein paar Kilometer mitgenießen wollt, dann bleibt einfach dran. Wie zu Beginn schon gesagt, zeigen wir euch heute auch einen unserer neuen Lieblingsstellplätze. Lasst euch dabei nicht von der Straße täuschen. Tagsüber sind dort 2 bis 3 Autos lang gekommen, nachts, ich glaube kein einziges. Schaut doch einfach mal mit rum und bewertet, ob ihr dort auch stehen geblieben wärt. You and me stuck on the ocean now, nothing but waves in this villain in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. Und zu welcher Entscheidung seid ihr gekommen? Werd ihr auch stehen geblieben? So schön es auch war, leider mussten auch wir dann mal weiterfahren. Our home, we don't have to drift inside this dome. Falls ihr weitere Lieblingsplätze von uns sehen wollt, abonniert doch einfach den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Über ein Like und einen Kommentar freuen wir uns eh immer und antworten auch so schnell es geht. Da man nicht immer alleine stehen kann, ging es natürlich für uns auch mal zu einem Hotspot, wo natürlich viele Touristen sind, den Salzdromen. Hier wirken die stärksten Strömungen durch die Gezeiten. Gut, das Wetter war jetzt nicht hervorragend, aber es war trotzdem sehr beeindruckend. Yesterday we could be ourselves, didn't have much, but nevertheless, we were true to each other.
but now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me. Ich glaube, man muss kein Wetterfrosch sein, um zu sehen, dass es regnet. Das Problem, es sollte leider die ganzen nächsten Tage so bleiben. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. I know we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Could do so many great things, so believe in me, I believe in you, and I just feel that this will be an upswing, so hear me out. No, we lost our purpose. Also entschieden wir uns einfach Kilometer zu fressen und Fähre nach Fähre zu nehmen, um dem schlechten Wetter zu entkommen. Da das Wetter leider überall schlecht gemeldet war, für Tage mussten wir also extreme Maßnahmen treffen und haben uns entschieden, ja, seht selbst, plötzlich war das Schild für Schweden vor uns. Und als ob wir es bestellt hätten, kam auch die Sonne wieder raus. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert am besten den Kanal und drückt unbedingt die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wie unsere Reise weitergeht. Bis dahin, Hadebra, Heiko und Mel.